So. Um die Kugellager auf der Hinterachse zu erneuern, müssen wir als erstes erstmal hier die Karosseriestrebe bzw. Brücke demontieren. Geht in dem Fall relativ einfach. Kurz diese. So, Exzenter lösen. Schraube rausnehmen. Vorsichtig raushebeln, wenn es geht. Wenn es natürlich nicht geht, dann hat man Pech gehabt. Da muss man sich was anderes einfallen lassen. Na komm. So, wie gesagt, auf der anderen Seite das gleiche in Grün und ein Orange. Na, Schraube reingefallen. So ist eigentlich nicht. So, zack. Das ist der Vorteil, wenn der Schraubenzieher magnetisch ist. So, zack, Strebe raus, an der Seite legen, erste Teil. So, hier mit dem Stabi natürlich wieder das gleiche, schön vorsichtig aushängen, zack, an die Seite, nach oben legen am besten, da stört er nicht. Den Stoßdämpfer kann man auch, wenn man möchte, ganz rausnehmen. Da ist der Antriebsknochen, zack. Muss man dann lösen. Na, wo ist denn da? So, gelöst. Stift raus. Und Antriebswelle ist draußen. Und das Lager hängt noch ein bisschen fest. So, da ist es. Alte Lager, noch ein altes Lager abstreifen, wie gesagt, schön sauber machen alles. Nein, das ist der falsche. So. Den Exzenter lösen.